Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motze und Co. Ja, wir sind in Folge 365 und stehen schon vor der ersten Mod. Genau. Wir haben hier Sachen, die haben theoretisch alle mit Fleisch zu tun. Wir haben hier nämlich eine schöne, aufwendige Schlachterei. Schön und aufwendig hört sich jetzt komisch an, aber wir hüpfen einfach mal hier die Treppen hoch. Dann seht ihr schon mal den Ansatz, in welche Richtung das Ganze geht. Weil wir haben hier zum Beispiel das Lebensmittellabor. So einfach es ist, gehört damit dazu, Essensproben müssen genommen werden, Fleischproben oder irgendwelche anderen Proben müssen genommen werden, um zu gucken, ob das auch alles okay ist, was man hier so fabriziert. Den jeden Raum gibt es natürlich dann, sollte es hier auch, ne, hier jetzt nicht, irgendwie da. Sollte es auch Licht geben und sowas, hier kann ganz normal dann gearbeitet werden. Wenn wir jetzt einen Raum weitergehen hier, also hier durchgehen, sehen wir, kommen wir hier in den Kantinenbereich. Da hinten geht eine Treppe nach unten, wieder nach raus, hier ist ein Kantinenbereich, da hinten kann man sich das Essen holen für die Leute, die hier arbeiten in der Fleischverarbeitung hier. Ja, selbst für die notwendigen Sachen ist gesorgt, weil selbst, ne? Selbst der weiße Fliesenbereich ist da, hätte ich fast gesagt. Ja, die Treppe hier, wo führt die hin? Einfach aufs Dach. Deswegen laufe ich da gar nicht erst groß weiter. Dann wisst ihr schon mal, da geht's zum Dach. Und ja, wenn wir hier runtergehen, dann landen wir draußen. Genau, so einfach ist es. Und was wir hier nebenan haben, ist die Produktion. Also dieses gute Stück hier, diese kleinen Hallen, die wir hier haben, das ist die Produktion. Ich habe hier mal eine Tür aufgelassen, da seht ihr, da kommt dann dementsprechend was durch und hier landet was und hier startet was. Das soll grafisch eher realistisch sein, deswegen ist es mal die Frage, wer das Spiel spielt, sollte halt darauf achten. Ich habe jetzt hier keine Tiere drin. Ich werde es also so nicht zeigen, weil ich halt keinerlei Beschränkungen in irgendeiner Form irgendwie anhabe. Ne? So, hier können wir noch eine Runde Licht anschalten, damit es ein bisschen ordentlicher wirkt. Die Tür hier ist, glaube ich, zu. Okay, nochmal gucken wir. Ich glaube, hier ist noch ein weiterer Hallenbereich. Können wir mal gucken, ob wir hier auch reinkommen. Ich hege die Vermutung, dass es aber nur, genau. Hier kommen halt die Tiere an, sozusagen. Und dann geht es dann halt los. Und ja, da sieht man, da sind dann die Tiere. Ne, da kommen sie dann her, dann geht die Verarbeitung los. Da hängen jetzt Tiere, aber der Punkt ist, es ist da keine drin, deswegen startet hier auch keine Verarbeitung. Das ist der ganze Trick. Wenn euch jetzt fragt, okay, was sind die anderen beiden Gebäude hier? Ganz einfach, das hier. Sieht aus wie ein Standardverkaufsgebäude und wer hätte es gedacht, ja, ist es auch. Hier sind nur die Sachen eingetragen, die über die Schlachterei dazu kommen. Die Produktionsübersicht zeige ich gleich. Man sieht hier von außen noch schön, dass ich da oben das Licht angelassen habe. Und eine zweite Mod, die zeige ich jetzt einfach mal kurz mit. Das ist dieser Grillplatz einfach hier. Den könnt ihr einfach irgendwo platzieren. Hat man eine schöne Möglichkeit, was zu grillen, wenn man schon eine Schlachterei in der Nähe hat. Ne? Warum nicht auch was grillen? Ne? Wer, ob das texturenmäßig einen jetzt zusagt oder nicht, muss man selber wissen. Ich habe es jetzt einfach mal mit reingenommen, weil es halt dazu passt. Ne? Hier hinten in dem Bereich, hier kann man dann, da wäre so eine Kühlgeschichte oder sowas in der Richtung. Das ist das Einzige, was ich noch nicht gezeigt hatte. Das war das Treppenhaus, wie gesagt, das endet halt einfach nur oben auf dem Dach. So, was fehlt uns jetzt? Die platzierbaren Geschichten und die Übersicht der Produktion. Wir fangen erstmal einfach mit den platzierbaren Geschichten an. Unter Dekoration, Sonstiges haben wir den Grillplatz, kostet 6000. Einfache Geschichte, einfach mitgemacht. So, dann unter Produktion, Verkaufsgeschichten haben wir hier den Verkaufspunkt, der kostet 55.000. So viel kostet der, glaube ich, standardmäßig hier auch. Da seht ihr es. Und da kann man tatsächlich Fleisch verkaufen. Auch das sehr überraschend, nicht wirklich. Und das ist das gute Produktionsschlachthaus und Kantine. Ne? Da habt ihr gesehen, 850.000 muss man dafür investieren. Und ist, wie gesagt, auch kein kleines Gebäude. So, dann will er jetzt gerne speichern. Das kann er meinetwegen auch gerne tun. Und wir gehen hier nochmal rein und man kann hier herstellen. Fleisch. Aus Schwein, ne, gibt es hier Fleisch. So einfach ist das Ganze. Und man hat die Kantinenburger. Warum man die nicht ausführen kann, weiß ich nicht. Aber kann man anscheinend nicht. Die kann man dann nur direkt verkaufen. Was dann ja logisch wäre, weil das ja für die Kantine ist. Ne? Ich sehe aber jetzt nicht, wo der landet. Oder wie der irgendwo wo landen würde. Oder was damit passiert, wenn ich den produziere. Oder sowas.
Keine Ahnung, habe ich allerdings, muss ich zugestehen, nicht die kompletten Texte und Anleitungen für die Mod durchgelesen. Wenn ihr da irgendwelche Kurzfassungen von habt, schreibt es liebend gerne in den Kommentarbereich zu, war ich zeitlich leider nicht zugekommen. Wie gesagt, das andere hier sind halt die Zutaten dann für die Burger-Geschichte hier. Was ich dann, ne, das ist für den Kantinenverkauf und ja, sehe ich hier auch keinen Punkt. Da kriegt man vielleicht automatisch Geld, wenn man die produziert. Ich weiß es nicht genau. Ja? Ich weiß auch nicht, dass wenn man sie nicht produziert, ob die Mitarbeiter dann hungern müssen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist halt der Punkt. Und der Verkaufspunkt, der gibt uns halt hier den Burger noch dazu. Aber da gibt es halt keine verfügbaren Daten zu, weil der ist auch im Shop nicht eingetragen und die Kantine, ja, gibt es anscheinend nicht als Direktverkauf oder so. Ne? Ja, Bauernmarkt gibt 4.472 fürs Fleisch, wo es ja eigentlich dann darum geht. Die Kantinenversorgung ist es eigentlich gar nicht, obwohl ich so ein Fertigburger-Part wenigstens in gewissem Maß verkaufbar hier oben in der Kantine nicht schlecht gefunden hätte. Aber wie gesagt, vielleicht kann man das irgendwie, vielleicht fehlt da nur irgendwie was, aber eigentlich habe ich die alle Revamp und was es noch alles so Schönes gibt, hier alles dazu aktiviert. Eigentlich hätte, wenn denn das laufen sollen. So einfach ist es. So, ja, das waren die platzierbaren Sachen. Dann hüpfen wir nämlich dementsprechend einmal auf dem Feld, kommen hier wieder raus und kommen zu Sodimac. Das ist ein Hersteller für Anhänger. Hier seht ihr einen Dreiachser mit Aufbau. Ich habe den kleinen Bruder noch drüben stehen, den zeige ich gleich. Der Unterschied ist ganz einfach: kein Schott draufgesetzt und zwei Achsen. Im Shop seht ihr auch gleich die größten Unterschiede. Hier seht ihr eine Typenbezeichnung schön noch mit dran gemacht. Warnhinweisschild oder sowas haben wir jetzt hier bei dem hier nicht. Das ist halt einfach mehr die schlichte Anhängerversion ohne die Feinheiten, sag ich mal so. Auch das, was metallisch sein könnte, wirkt hier mehr so. Ja, wirkt schon ein bisschen metallisch, aber halt nicht so chrommäßig oder sowas. Muss es aber auch nicht unbedingt. Ich werde jetzt den Traktor mal anmachen, werde hier den Abkippmechanismus einfach mal eine Runde anschmeißen. Und da seht ihr, der funktioniert in einer relativ realistischen Geschwindigkeit, behaupte ich mal so. Halbwegs, ne? Also die Schnellklapper, da gibt es ja zum Glück nicht mehr ganz so viele von. Wie gesagt, man sollte ihn nicht unbedingt in einer kleinen Scheune dementsprechend aufmachen wollen. Das würde daneben gehen. Ne? So, kann den Traktor auch mal wieder ausmachen. Ja, das ist der. Ich zeige euch den kleinen nochmal, bevor ich euch das Ganze im Shop zeige. Und dann haben wir noch einen kleinen Traktor zum Gucken. So, wir marschieren rüber. Hier seht ihr das Ganze in klein, nämlich dann nur mit zwei Achsen, ohne Aufbau. Ne? Typenbezeichnung ist ja logischerweise da angepasst. Und ja, irgendwelche anderen Beschilderungsgeschichten oder sowas gibt es in der Form hier so nicht. Dann gucken wir uns das Ganze mal im Shop an. Und da sehen wir das Ganze dann. Fängt bei 24.000 an für den kleinen mit 22 Kubik. Wenn wir da ein bisschen mehr Kapazität haben wollen, müssen wir 25,5 bezahlen für 24 Kubik. Ich behaupte, das läuft noch in der Schnäppchenkategorie. Ich sage immer, 1000 für 1000 ist ein Schnäppchen. Das ist noch so im Rahmen, wo ich sagen würde, ja, da läuft noch darunter. Ne? Dreiachser ist genau das gleiche. 24.000 für 24.000 Liter für 32.000. Da ist die Verhältnismäßigkeit etwas schlechter und wir können das in mehreren Stufen nach oben bringen bis auf 28, was ihr hier seht mit den großen Schotten. Dann bezahlen wir aber auch 35.000, was natürlich ein bisschen höherer Preis ist wie bei dem anderen. Also theoretisch gesehen ist es hier der Pro-Liter-Preis hier theoretisch gesehen besser. Ja, das war der Part und ich würde sagen, ich klicke mal nicht zu viel und laufe hier einfach mal eine Runde rüber. Und wir kommen hier zu dem Belarus 80er. Da seht ihr es dementsprechend auch schon. Er läuft unter Belarus MTZ 80 Design. Ne, hier auch sehr schön die mit Motordetailgeschichte, mit den kleinen Beschriftungsgeschichten. Ne, seht ihr hier, wo mein kleiner Kreis da in der Mitte ist. Sämtliche Verkabelungsgeschichten, Stanzungen, ist alles da. Den gibt es in zwei Haubenvarianten, einmal mit eingefassten Scheinwerfer, einmal ohne. Ich habe hier die ältere ohne Variante gewählt. Man sieht hier auch schön die ganzen Anschlussgeschichten, ist alles drin. Ich hüpfe da schon mal eine Runde rein und wir hüpfen mal eine Runde in den Shop. Dann zeige ich euch mal die andere Variante, was die Fronthaubengeschichte angeht. Erst mit 1500 eher als Schnäppchen da reingesetzt. Die Teils, wie gesagt, sehr schön. Ich kann hier einmal eine Reifenprofil-Variante da entsprechend wählen. Ich weiß leider mit der Beschriftung hier nicht so viel anzufangen. Deswegen kann ich nur sagen, dass hier vorne Gewicht oder Gewichtträger anzusetzen ist. Und hier haben wir halt das Haubendesign. Da seht ihr, das sind dann die eingefassten Varianten. 80 PS hat das gute Stück. Wir haben so die Standard-Alt-klassischen Farben hier zu wählen. Also schon eine schöne Geschichte. Sieht auch sehr gut aus, finde ich. Sehr schön gemacht, das Ganze. Ne?
hat hinten ganz normale Hebemechanismen, kann man also mit dem Frontgewicht da vorne dran hier auch ganz locker mal einen Streuer oder sowas dann in kleinem Rahmen mit benutzen. Also für kleinere Arbeiten ist da mehr als geeignet. Ich werde jetzt mal Licht anmachen, da seht ihr selber, das funktioniert einwandfrei. Warum das auf der Seite nicht so einwandfrei funktioniert, weiß ich nicht. Also auf der einen Seite brennt außen das Licht nicht. Das Licht nach hinten hin ist in der Kategorie extrem abzubuchen. Viel heller geht nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wo oder in welchem Weltall wir landen. Und die Frontbeleuchtungsgeschichten hier, die Zuschaltung. Also wer hell mag, also hier ist er genau richtig. Kann man nicht anders sagen. Rundumleuchten haben wir jetzt hier so weiter nicht am Start. Dass hier eine LED-Technik bei den Strahlen verwendet worden ist, hat der Modder da mal voll ausgenutzt, sagen wir es mal so. Blinken, ja, geht links, rechts. Also deswegen, das ist schon richtig gesetzt. Nur warum der kleine Strahler da drunter nicht geht, weiß ich leider nicht. Wir gehen in den Innenraum. Wenn ich jetzt hier Licht anmache, passiert hier so nichts. Wenn wir mal F1 drücken, dann sehen wir, wir haben eine IC-Steuerung. Da können wir uns jetzt auch mal drum kümmern. Drücken die passende Taste dazu. Wir haben hier auch schön chrome Türgriffe, wie es im alten Stil so normal ist. Ich habe anscheinend noch Licht angelassen, das ist nicht so schön. So, hier mal wieder die Taste drücken. Man kann schön die Fenster und sowas hier schön aufklappen. Ne, die Tür kann man auch natürlich aufmachen. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr dazu wisst. Ne? Ich glaube, ich habe. Ne? Doch, da. Ich kann noch ein Innenlicht anschalten. Hätte ich fast vergessen. Ja, also sehr schöne Geschichte. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ne? Ich drücke, mache das Ganze mal wieder aus. Mache den Motor an. Dann sehen wir, eine Zeigerreaktion haben wir. Und auch eine sehr schöne Armaturenbeleuchtung. Diese Glimmlicht-Variante Sache hier immer. Wie es halt früher so war. Ne? Also. Das passt schon sehr schön dazu. Und wir haben auch oben mittig eine kleine blaue Kontrollleuchte. Wenn wir das Fernlicht oder das Licht anhaben, das ist da auch eine kleine Leuchte. Ja, ich mache den Motor jetzt nochmal wieder aus. Ihr seht hier schön, wie die Klappfenster an der Seite und das hinten schön aufsteht. Und dann würde ich sagen, drehen wir einfach mal eine Runde mit. Ja, er kommt auf 50 km/h. Das ist schon mehr als ordentlich, muss man sagen. Ja, also. Hat schon. So, da lassen wir ihn jetzt einfach mal stehen. So setze ich ihn jetzt einfach mal hier in den Mittelpunkt und dann, ja, sind wir fertig für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.